Fällt das vielleicht bei 240 Hertz nicht so auf, wie wenn auf einmal von 144 Hertz irgendwie was droppt. Aber geht das überhaupt? Kann meine Herzzahl irgendwie was droppen, dass auf einmal weniger Hertz angezeigt werden? Ich glaube, das geht gar nicht. Ich habe auch keine, technisch gesehen habe ich da keine Ahnung von. So, Cressy. Oh, kommt da weg. Das ist halt ein Frechdachs. Da messern sie sich noch selbst an. Was ist denn hier gerade los? Ironix Gaming hat anscheinend die Knife Round so ein bisschen verpennt. Okay. War aber nicht so schlimm. Also, das Bittere ist ja... Was ist denn gerade passiert? Also erstmal schauen, HF. Die Mates messen sich gegenseitig, so wird das nichts. Ja, die waren einfach verwirrt, dass sie niemanden gesehen haben. Und Ironix Gaming ist ready, Final Gaming auch. Und ich hoffe, ihr zu Hause sitzt auch auf der Couch oder vom PC und seid bereit hier, um Train hier am dritten Spieltag der 99 Damage Liga Saison Nummer 8 zu begutachten. Zwischen Ironix Gaming und Final Gaming eben. Ihr gebt noch mal ein bisschen Gas im Chat jetzt und los geht's mit der Pistol Round. Smoke und Diffuse geht bei Faven. Eine Smoke bei Xelbo noch nicht rausgeworfen. Die gehen einfach schnell die Mitte raus. Mir wird hier ein bisschen überrascht, aber schöne zwei Klicks. Macht noch einen dritten, als er Richtung Pop-Dog geht. Xelbo ist der Einzige, der sich da gerade richtig wehren kann. Aber seine Position ist natürlich bekannt. Sie gehen sogar schon nach vorne und ja, beenden das sehr druckvoll, die Ironix Gaming-Spieler. Etwas schade, dass niemand der Final Gaming-Spieler, als sie die Mitte rausgerannt sind, mal einen Blick Richtung E-Kasten geworfen hat. Das sah etwas komisch aus, aber Mirbit war auch press dran. Also, einmal kurz zur Seite gucken, hätte da schon für einen einfachen Kill für Final Gaming sorgen können. Und damit dann auch eine ganz andere Runde, weil Mirbit macht da eben Triple Kill. Wirklich sehr stark von ihm. So, in der Mitte die Nades hin. Der B-Aufbau von Final Gaming. Ich muss gerade mal in den Flow kommen. Und sie haben eine Flash dabei. Da vermute ich, dass sie B executen. Also was heißt executen? Mit der Flash dann eben die kleine Rampe raus. Oder große Rampe raus, um den Plant zu bekommen. Aber genau dafür steht Ironix bereit. Cressy unten an den Kabeltrommeln. Und Faven mit der MP7 jetzt auch die Distanz. Natürlich nicht perfekt. Es ist auch nicht mal ein Force-Buy. Wir haben zwar bei, oder ich schau gerade nochmal aufs Geld. Sie haben runtergekauft, aber noch ein bisschen Geld drin gelassen. Muss man nicht machen, aber mit der Deagle ist das Käfer jetzt auch nicht unbedingt notwendig. Da hat Cressy dann aber trotzdem leichtes Spiel. Kommt nochmal in die Deckung und wie konnte Xelbo den bitte nicht machen? Cressy stand gefühlt die ganze Zeit auf einem Punkt und alle Schüsse gehen vorbei. So macht Cressy am Ende... Boah, lass mich lügen. Das war, glaube ich, ein 4K von Cressy. Ich weiß nicht, ob er in der Pistol einen Kill gemacht hat, aber ich glaube nicht. Ja, macht ein 4K. 2:0. Es kommt nochmal eine Eco von Final Gaming. Wieder ein paar Deagles ausgepackt. Und ja, das Bittere ist, dass sie in der letzten Runde nicht mal einen Bombenplant bekommen haben. Aber Ironix hat auch ein bisschen darauf spekuliert, dass es eben um diesen B-Plant geht. Deswegen haben sie das Setup mit Cressy vorne gewählt. Und der hat eben zu viel Damage gemacht. So, Kazuya. Da bleibt SDKO in seinem Blickfeld stehen. Kazuya noch mit einem zweiten. Jetzt ist die M4 da allerdings vorne down. Schön, wie Cressy hier am Tappen ist. Er kriegt sogar den zweiten. Jetzt müssen sie aber rennen, um an die M4 noch ranzukommen. Und das haben sie geschafft. Crispy hat sie aufgehoben. Es wäre natürlich bitter, wenn die M4 jetzt hier auf dem Boden liegen geblieben wäre. Hatten wir gestern beim Attex-Spiel gegen Final Gaming auf Mirage gesehen. Da gab es in der Anti-Eco ein Frag gegen Attex, die AWP geht down und alle Spieler waren zu weit weg, um die in der verbleibenden Zeit dann noch zu holen, nachdem man den letzten Spieler gekillt hatte. Und auf einmal musst du eine AWP nachkaufen, die natürlich verdammt teuer ist. Und gerade auf der CT-Seite willst du solche Spirenzien eigentlich vermeiden. Faven ist es hier gerade egal, pusht zusammen mit zwei weiteren Spielern hoch. Da hat Crispy, glaube ich, gerade gesehen, dass SDKO nach vorne kommt. Der Molotov nach hinten geworfen, dadurch muss SDKO schon fast nach vorne gehen, auch wenn er da noch ein bisschen mehr Zeit hätte rausholen können. Jetzt gibt es sogar direkt den Boost für Crispy. Und ich denke mal, sie haben da drei Kills gemacht. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass da jemand im Pop-Dog drin ist. Da könnte man schon eher mit einem mit der Mitte oder mit dem Seitengang rechnen, aber Seitengang haben sie schon ausgeschlossen. Sie wissen eigentlich ziemlich genau, dass hier in der Mitte jemand stehen kann und trotzdem zieht Kazuya da recht unvorsichtig aus der Mitte rum. Cressy hat hier beide Spieler gesehen, dachte ich. Anscheinend nicht. Ist aber auch egal, am Ende sieht er den zweiten trotzdem 4:0 und die AWP bringt er jetzt noch mit. Das heißt, sie müssen sich die Doppel-AWP hier nicht mal erkaufen,
sondern die zweite AWP wird einfach mitgebracht. Und das war auch die erste Waffenrunde von Final Gaming. Es sah ein bisschen mehr so aus, als hätten sie eine Eco gemacht, aber die müssen sie jetzt eben einlegen. Und ja, wieder mit Deagles. Xelbo lässt Geld drin, damit er sofort wieder die AWP in der Hand hat. Hat zumindest ja eben schon mal einen ersten Schuss getroffen. Ist immer ganz gut, wenn die AWP recht schnell ins Spiel kommt. Oh, der Molotov, der ist so gut. Cressy staubt dann aber noch ab, bevor Faven die Frags durch die Flammen bekommt. Ja, noch ein Molotov hinterher. Hätte Cressy den nicht geworfen, hätte er höchstwahrscheinlich noch zwei weitere gemacht. Und was kommt jetzt? Einfach nah an die Smoke stellen. Hier übertreibt das auch nicht. Im Popdog steht Mirbit mit der AK. Und, ah, da kommt eine Flash rein. Oh, gut gespottet. Schön gemacht von Zyns. Dadurch kommen sie an eine Rifle. Aber Kazuya hat ja natürlich hier noch den Laufweg. Und ich hab's gesagt, der kann richtig gut mit der AWP umgehen. Holt da noch einen zweiten. Und da gibt's doch noch den Frag gegen Kazuya. Aber sie können die eine AWP noch mitbringen. Die Doppel-AWP, die ist dann allerdings down. Vielleicht spielen sie die direkt weiter. Das Doppel-AWP-Setup auf Train ist so gut wie unmöglich zu countern. Aber nein, sie spielen hier gegen die Waffen von Final Gaming nur eine AWP bei Auronix. So, Mirbit soll direkt wieder vor zum Popdog. Nutzt da seinen Spawn gut aus. Haben sofort eine Zweierdeckung Richtung B. Das ist vielleicht der Read darauf, dass Final Gaming jetzt früh was Richtung B probieren möchte. Aber seht euch an, wie Final Gaming hier gerade B abzielt. Ganz defensiv. Tolgi wartet nur darauf, dass sie die Treppe hochkommen. Sogar ob da geboostet wird, wird abgezielt. Das ist schon sehr krass. Und vor allem guckt keiner richtig. Doch, ein SDKO zielt Richtung Mitte. Und jetzt liegt die Smoke hier vorne. Das ist ein Problem, denn dadurch können sie einfach in die Mitte reinlaufen. Aber schön, wie er versucht, die Smoke noch zu seinem Vorteil zu nutzen. Kazuya überlegt auch, ob er den Raum vielleicht einnimmt, aber die AWP ist da jetzt auch nicht die beste Waffe. Cressy ist ein bisschen langweilig. Deswegen erstmal die Spraydose ausgepackt. Und jetzt gibt es ein bisschen Druck Richtung Brownholz, der Molotov oben hin. Das hat Cressy eventuell mitbekommen, aber Cressy steht so, dass er eigentlich keine Info an der High Ramp bekommt. Sie lassen Faven da alleine beide Spots jetzt abzielen, deswegen das Crosshair-Placement in der Mitte. Er sieht, dass die Granaten kommen. Es wundert mich ein bisschen, dass jetzt keine Reaktion von ihm kommt mit dem Molotov. Der muss eigentlich sofort rausgeworfen werden, wenn das passiert. Aber sie rotieren ja weg. Sie rotieren Richtung A. Lassen sich jetzt mit dem Popdog aber wieder Zeit. Jetzt ist natürlich klar, dass hier Richtung A noch Leute warten müssen. Also ein richtig, es war nicht mal ein wirklicher Fake, den sie da gemacht haben. So, auch schön hier, wie Crispy da peakt, während die Flash noch fliegt. Dadurch dachte Synx, er kann jetzt einfach reinhalten, während er blind ist, während er so ein Popdog rauslauft. Wenn sie aber so hart verschossen, dass die Runde schon wieder sehr gut aussieht für Auronix. Da ist auch sehr viel Zeit ins Land gegangen. Crispy on point mit seinem AK-Flick hier gerade. Und ja, da versucht SDKO jetzt nur noch die AK in Sicherheit zu bringen. Das ist das 6:0 für Auronix Gaming. Das war ein sehr langsames Spiel von Final Gaming. Ein leider schlecht ausgeführter B-Fake, den sie da versucht haben. Also haben an B ihre Granaten geworfen. Aber ich glaube, Auronix hat schon fast damit gerechnet, dass das nur ein Fake ist, dass Faven da seinen Molotov nicht rausgeworfen hat. Das wundert mich doch wirklich extrem. Ich habe es eben schon mal angesprochen. Jetzt muss zu der AK natürlich ein bisschen was gekauft werden. Sie machen diesen Pistol Kevlar bei, weil der Loser-Bonus eben mithilft. Aber sie kennen das gestern vom Spiel gegen Planet Key. Da hat Final Gaming 14:1 zur Halbzeit zurückgelegen und viele Runden in Folge verloren auf Cash. Das ist am Ende nochmal, glaube ich, ein 16:10 geworden. So, Crispy. Ja, lässt sich da auch nicht vernaschen, mit den 30 HP nochmal da rumzuziehen. Gefährlich. Aber Final Gaming lässt diese Risky Plays gerade auch zu, weil sie noch nicht so gut treffen. Oh, und Chrissy! One-Shot, jetzt hier aber überrascht worden, weil die kleine Rampe anscheinend nicht richtig kommuniziert hat. Faven lässt sie da hinten einfach rumlaufen, hätte sein Teammate doch eigentlich retten können. Also da kam bei Cressy wohl irgendwas nicht richtig an, dass er sich da eigentlich defensiver hinstellen muss. Da war es noch Xelbo und Mirbit darf den dann holen. Ah, da sind halt auch gerade richtig viele dicke Fehler bei Final Gaming dabei. Das ist jetzt gefühlt das zweite Mal, dass sie die Position am B-Spot an den Kabeltrommeln nicht richtig checken. Vor allem, weil sie sich wohl auf Cressy dann konzentriert haben, nachdem der seinen Shot rausgehauen hat. Da war viel Ablenkung für Faven da, keine Frage. Aber ich finde, es gehört auch dazu, mit fast allem zu rechnen in solchen Situationen.
So, Ship da. Diesmal viel schneller Richtung Brownholz. Sie müssen mal das Tempo anziehen. Ich glaube nicht, dass sie mit dem langsamen Spiel so gut klarkommen werden. Hier der Drop nach unten. Wieder Chip da nicht nach hinten geschaut. Aber diesmal fällt Faven. Molotov direkt hinten rein. Und da steht Cressy mit dem Doppelkill. Wird aber noch von Xelbo geholt. Der hat den Plant jetzt nochmal verzögert. Dadurch hat er noch einiges an Zeit rausgeholt. Aber Synx hat noch Kazuya schnappen können. Sie haben die Position hier vorne am Connector. Synx also an der Joker-Posi. Und Xelbo arbeitet jetzt natürlich mit den Granaten hier noch. Hat den Molotov hinten erstmal gelöscht. Da erwischt es Mirbit und es ist nur noch Crispy im 1 gegen 3. Er hofft jetzt, dass Synx sich hier vorarbeitet. Ist da gerade im Kopf gesehen worden? Ich glaube, er spekuliert noch drauf, dass da einer langläuft. Synx ist aber längst in den Connector reingekommen. Auf der anderen Seite bleiben sie hinten an der Wand stehen. Jetzt geht man langsam nach oben. Synx hat auch noch einen Molotov. Wäre eigentlich ganz gut, wenn er lange überlebt. Aber da wird die Smoke ausgepackt. Crispy wartet. Flasht jetzt nochmal in die Smoke und geht zu früh nach vorne. Einen Moment zu früh reingegangen. Xelbo hat noch was gesehen, war weder geflasht, noch war die Smoke offen. Und damit sehen wir die erste Runde für Final Gaming. Ein schneller Go über die große Rampe. Sauber gespielt von Synx, dass er nicht hinten stehen geblieben ist, sondern die Eier hatte, um nach vorne zu gehen. Und ich denke, seine Aktionen vorne haben die Runde dann auch entschieden. Für Euronix natürlich jetzt hier die Gelegenheit, ein Money Reset bei Final Gaming hervorzurufen. Erstmal schnelle Flashes in die Mitte, aber das soll nur ein Fake-Richtung A sein. Gut aufgepasst von Xelbo. Und jetzt muss man das Tempo natürlich anziehen, wenn man da an A ein bisschen mit den Flashes Stress gemacht hat. Aber da droppt Chip da die Bombe und die liegt noch oben. Sie müssen nochmal nach oben gehen. Währenddessen läuft Cressy natürlich vor. Tolgi war noch damit beschäftigt, eine Granate zu werfen. Auch Cressy überlegt hier lange, aber da ist schon einer raus. Und der Schuss von Xelbo findet sein Ziel. Cressy also down und da war nur noch Kazuya übrig. Und den kann Xelbo auch direkt schnappen. Hier ist es Xelbo, der die Runde gerade noch so retten konnte für Final Gaming. Aber Euronix nimmt das Spiel jetzt schon etwas zu leicht. Haben jetzt zwei Runden in Folge verloren. Und jetzt geht's an die letzten Reserven. Gerade die Aktion von Cressy vorne war ziemlich riskant und auch ziemlich offensiv für eine Tour-and-Two-Situation. Also da wollte es vielleicht zu schnell erzwingen, anstatt erstmal wieder einen Überblick zu bekommen, wie Final Gaming in dem 2 gegen 2 eigentlich steht. So, STKO unterstützt hier Xelbo, aber der ist an ihm hängen geblieben. Ich glaube, da wurde Xelbo von STKO geblockt und deswegen kam er da nicht weg. Und das ist natürlich bitter. Crispy zielt da an, aber STKO kann auch mit der AWP umgehen, so wie es aussieht. Schöner Pick da gegen Crispy und er macht seinen kleinen Fauxpas da wieder gut. Das kann passieren mit dem Blocken. Ist einfach unglücklich gelaufen. Und STKO will die AWP auch nicht weiterspielen, sondern hat sie wieder für eine AK getauscht. Und jetzt natürlich durch den Pick gegen den Seitengangspieler, dadurch, dass Crispy down ist, muss Kazuya nach hinten schauen. Sie wollen aber die offensive Deckung nicht aufgeben. Und eigentlich ist das riskant, wie Kazuya hier steht. Habt gesehen, recht offen zum Pop-Dog. Und da gibt es von Cressy immer nur wieder einen Blick hin. Also es kann auch sein, dass er mit Timing da gepickt wird. So, Cressy gesehen worden. STKO piekt hier ganz vorsichtig. Aber die Nate könnte schon richtig wehtun. Und da hat er 40 Damage ungefähr bekommen. 8 HP nur noch bei STKO. Die bauen sich hier gerade für den Pop-Dog auf. Wieder die Tip-Flash rein. Und dort in die Ecke. Oh, da ist Chip da in den Tod gefallen. Okay, das kann passieren. Zu viel Damage von Mirbit vorher. Aber es gibt den Refrag und das ist natürlich ganz wichtig. Aber sie verlieren dann STKO in der Mitte. Sind jetzt am Pop-Dog rausgekommen. Die nächsten Picks sind die entscheidenden. Faven kommt da an der Smoke noch vor, aber Kazuya hat vorher schon den Kill gemacht. Geht noch eine Ecke weiter und da war Synx schon vorne. 8 zu 2. Final Gaming. Das wirkt auch nicht irgendwie sehr befreit, wie sie gerade spielen, sondern eigentlich ziemlich steif. Wobei Train jetzt auch nicht eine Map ist, wo du als T wirklich sehr frei spielen kannst. Also ich finde, ein schneller B-Go war ein schöner Tempowechsel, aber das wird Euronix Gaming jetzt nicht ein drittes Mal überraschen. Kazuya hat jetzt gesehen, dass sie da flott rauslaufen. Guck mal, da kann Crispy mit 4 Schüssen 2 Leute holen. Mirbit trainiert sein Aim da weiter und dann dieser Pre-Fire-Shot in den Kopf von STKO. Sahnig, sahnig, sahnig. 9 zu 2 also. Final Gamings Eco damit vorbei. Synx hat zwar wenig Geld, wird aber eine Galil kaufen und der Rest auch mit den AKs. So, das Einzige, was bisher funktioniert hat, ist der schnelle B-Go. Wird es den jetzt nochmal geben, weil man vielleicht nichts anderes hat oder versucht man weiterhin, ja, zu zaubern
mit Pop-Dog-Kontrolle, die man eigentlich nicht bekommt, aber diesmal steht keiner vorne. Gut getankter Molotov hier, Cressy und Mirbit halten zwei Pop-Dog-Spieler auf. Aber es gibt von Schlipter aus der Mitte den Frag gegen den Connector sofort von Kazuya beantwortet. Crispy ist sich nicht sicher, ob da was über den Seitengang kommt, deswegen lieber mal gesmoked. Sie wollen jetzt erst den Druck von der Mitte wegnehmen und das funktioniert sehr gut. Über den Seitengang kommt nicht mal jemand. Der letzte Spieler wird da noch von Mirbit gefunden. 10 zu 2. Euronics Gaming dominiert das Spiel, so wie es zu erwarten war für den Favoriten am dritten Spieltag gegen den Tabellenletzten. Und das könnten hier zwei harte Maps für Final Gaming werden. So, da gab es noch Team-Damage gegen Mirbit. Da muss er wohl ein bisschen zurückgepfiffen werden. So, Kazuya. Das ist auch, sie stehen auch immer sehr aggressiv, Euronix. Sie bieten Final Gaming eigentlich Möglichkeiten zu picken. Oh, jetzt hat sich Faven hier noch verraten. Ist manchmal ein bisschen schnell am Drücker, aber wenn er drückt, dann richtig. Auch hier nochmal der Damage gegen STKO. Ist wieder nur eine Eco von Final Gaming gewesen. Ja, schneller B-Go. Aber eigentlich zeigt sich wieder, sie kommen durch. So gut steht Euronix Gaming da nicht. Und ja, einfach nochmal probieren, würde ich sagen. AWP auch wieder dabei. Ich finde die für einen B-Go eigentlich sehr wichtig. Vielleicht auch einfach mal schnell Mitte, aber ja, ihr seht, vier Leute biegen da ab. STKO soll wieder in die Mitte. Vielleicht um verzögert rauszukommen. Die Flash nach vorne und diesmal stehen da zwei und hier ist Mirbit. Direkt ein Doppelkill. Ah, das heißt, die Umstellung von Euronics geht direkt gegen diesen B-Aufbau. Oh, ich sehe hier einfach gar kein Land für Euronics, für Final Gaming. Da passt Faven noch oben auf, aber Shipta hatte vorher auch geschossen. Sofort der Headshot von Cressy, da wird auch kaum noch geschoulderpeakt von Final Gaming, sondern die laufen einfach rein und Faven darf dann nochmal ins Gesicht von Xelbo springen. Die nächste dominante Runde und das ist hier auch eine ziemlich schnelle Halbzeit, denn jetzt schon die letzte Runde der ersten Halbzeit angebrochen. Deagles, P250, ja, Galil AK, also man investiert so gut es geht, damit auch ein paar Granaten drin sind. Hier jetzt aber mit dem First Frag gegen Mirbit. Wieder, sie haben eigentlich ein schönes Umschaltspiel. Müssen nur schauen, dass sie bei sowas nicht gepickt werden. Da vielleicht eher noch einen Schuss rausbaiten und Faven wartet hier wieder, holt den Bombenplanter, dreht sich da noch rum, hat beim Bombenplanter holen noch einen zweiten Kill gemacht. Der ist auch gerade immer in den besten Situationen. Und das ist für Xelbo und STKO immer noch schwer, weil die Bombe eben nicht gelegt ist. Die Bombe tickt für sie noch nicht runter und hinten in der Mitte ist schon Crispy. Wartet nicht lange, ob er noch einen zweiten sieht, sondern direkt mit dem Pick. Xelbo jetzt hier hinten am MTW, über den Seitengang kommt dann Kazuya vor. Und das ist eine 13 zu 2 Halbzeit für Euronix Gaming. GH gehört natürlich dazu. Das ist Fairplay. Und ich denke, dass Euronix Gaming hier auch nicht lange warten wird. Mit dem Ready, da geht's auch schon los in die zweite Halbzeit. So, und wir sehen, ja, sie haben sich was überlegt, Kazuya und Cressy mit den Nades. Keine P250 dabei. Und die stellen sich auch beide für A-Smokes auf, also wird es in den Pop-Dog reingehen. Bisschen Damage bekommen. Der Molotov hinten an den Stopper ist eigentlich immer eine gute Position, um aus der Deckung Richtung Mitte noch zu agieren. Hat STKO aber noch einen Kill gemacht, der steht hier hinten. Da wäre eigentlich die Möglichkeit, jetzt pushen sie ihn zusammen. Er kriegt aber nochmal den Kill gegen Faven. Dann muss er in den Reload. Und da auch noch der Klick gegen Kazuya. Geht's hier noch weiter? Der vierte, der fünfte. Was ist denn der Ace von STKO? Er hat sie alle. Er weiß gar nicht, ob da noch einer kommt. Wunderbar geschossen von ihm. 1, 2, 3 und so weiter. Nice. Und mit sowas hast du natürlich Bock, hier in der Partie zu bleiben. Schönes Ründchen von ihm. Und Euronix Gaming mit dem Plant wird jetzt hier natürlich nicht direkt in den Force-Buy gehen. Ja, da müssen nicht mal Deagles gekauft werden, aber Faven lässt man wahrscheinlich die Freiheit. Auch Kazuya packt da noch zu. Kaufen alle Deagles. Ich denke, dass da trotzdem in der nächsten Runde dann die AKs dabei sein, die AKs gespielt werden. So, und es ist jetzt auch
das darf man nicht unterschätzen. 13-2 ist natürlich deutlich, aber es ist nicht so, dass Final Gaming nicht umschießen kann. Die haben schon Aiming. Nur Euronics Gaming ist in dieser Season einfach gefühlt nicht von dieser Welt. Das ist wirklich sehr schön, sehr stark, wie sie spielen, aim-technisch und taktisch. Sowieso, da hat man mit Crispy und Kazuya zwei Leute dabei, die sich da anscheinend auch nicht... Oh, der Bang! Das war der Bang von Kazuya und der hat Tatsache sein Ziel gefunden. Ein Hit gegen STKO. Das war jetzt kein Kill, aber ja, versuchen sie so ein Smoke-Sneak. Da klappt dann auch nichts. Jetzt hier ganz viele Einzelaktionen. Gar kein Problem für Final Gaming. Man darf natürlich auch nicht unterschätzen, dass die T-Seite von Train verdammt hart ist da. Aber trotzdem, zwei T-Runden sind einfach zu wenig. Jetzt haben wir hier 3-8 und es gibt doch keinen Akabai von Euronics Gaming. Der wäre auch ohne Nades dann gelaufen. Da hätten sie auch auf UMPs noch zurückgreifen müssen. Willst du eigentlich nicht. Deswegen lieber eine Doppel-Eco dann hier eingelegt. Schon ja fast überdiszipliniert. Vielleicht klappen die Deagles ja jetzt. Ein kleiner Hit hier gegen Syncs. Smoked sofort nach und da hat Crispy sein Ziel erreicht, nämlich einfach nur die Granaten an B erstmal rausziehen. Jetzt kann man natürlich schon mal ein bisschen Stress Richtung A machen, dass hier vielleicht noch ein paar Smokes in die Mitte oder zum Seitengang fliegen und dann könnte man verzögert nochmal den B-Spot angreifen, wenn es an den Granaten eben hapert. Faven hat hier aber erstmal gut Schaden kassiert, will da nicht weiter im Pop-Dog stehen bleiben, weil wenn da eine Nate reinfliegt, ist da natürlich Geschichte und da ist ein Spieler oben auf den Zug gekommen. Und das ist Cressy, auch ein Deagle-Monster, aber hier will es nicht so ganz. Und kommt auch mit 48 HP nochmal weg, aber kann den Spieler oben im Window ansagen. Sie wollen nicht auf B. Kazuya mit dem Frag gegen Ship da. STKO erstmal aus dem Heaven rausgegangen. Das ist jetzt so die Sache, dass Euronics da oben noch anzielen wird. Und dann zieht STKO hier nochmal rum. Er wird von Crispy zwar geholt, aber da kommt die zweite Schelle von Crispy. 2-on-2 dadurch. Die Bombe liegt immer noch hinten. Um die müssten sie sich so langsam mal kümmern. Crispy rechnet da eher mit dem Backstab. Und jetzt wird die Bombe hier gar keine Rolle mehr spielen. Er wird versuchen, das mit zwei Deagle-Mäulern zu klären. Kommt hier erstmal vor. Und da ist das erste Deagle-Maul. Immer noch die Sache, dass er mit dem Backstab rechnet. Die Bombe liegt noch oben. Das ist timingtechnisch eigentlich nicht mehr möglich. Er versucht es anscheinend trotzdem. Und er muss die Beine in die Hand nehmen. Oh, niemals schafft er das. Und jetzt hofft er, dass er den Spieler hier unten noch... Der wird denken, dass er schon... Der, komm, das könnte er hier gewinnen. Oh, der hätte Syncs sofort reagieren müssen. 4 Sekunden, der kommt erst die kleine Rampe raus. Der kann doch niemals legen. Und Syncs hat ein riesen Glück, dass er da die Deagle-Schelle nicht kassiert hat. Das ist Runde Nummer 5 für Final Gaming. Aber die war haarscharf und die hat viel Geld gekostet. Euronics Gaming kann jetzt kaufen, hat alles an Granaten dabei, was sie haben wollen. Nicht mal eine AWP gekauft, obwohl die drin war. Und die gehen Richtung B. Werden jetzt hier also erstmal Syncs herausfordern. Mal schauen, wie der das handelt. Sieht nicht, ob sie durchlaufen. Syncs hat einen Molotov dabei. Spielt das vom hinterm Spot aus. Ist natürlich dann die Gelegenheit für Euronics Gaming direkt auf den Spot zu kommen und schon mal den Plant mitzunehmen. Und sie bereiten hier die Granaten vor. Aber jetzt rotiert, sollte man eigentlich auch bei Final Gaming langsam rotieren, weil man null Contact in der Mitte und am Seitengang hatte. Deswegen wartet Euronics Gaming auch nicht lange ab, sondern spielen den Go direkt, weil es ansonsten zu viele Leute drauf sind. Und sie machen das schön. Schönes Detail. Direkt die High Ramp durch. Toll, die hat da gegen Crispy noch verschossen. Und der bleibt jetzt natürlich hier oben auf dem High Ground. Hat zwar wenig Deckung, aber an sich einen Vorteil, weil er einen guten Überblick hat. Geht dann runter, bevor er noch down geht. Einfach die Überzahlsituation aufrechterhalten. Schön den Teammate noch nach vorne geflasht. Da kann Faven eben zwei Kills draus machen. Den Starspieler hier in Szene gesetzt. Und da muss Ship dann natürlich die Segel streichen, die Beine in die Hand nehmen und versuchen, die M4 in die nächste Runde zu bringen. Aber Faven ist da schon über die Grundlinie durchgelaufen und hat ihn da picken können. 14-5. Und das war mal so eine kleine Demonstration, wie ein sehr gut ausgeführter Execute aussehen kann. Vor allem, dass es kein Standard-Execute ist, dass man unten durchspringt, dass man unten durchläuft und einfach nur versucht zu planten und dann vorne die Kontrolle zu bekommen, sondern die Laufwege direkt besprochen, die große Rampe durchgefahren, von oben versucht, die Kills zu bekommen. Jetzt Kazuya hier mit dem Bang-Versuch. Da war kein Hit dabei, auch wenn der letzte ziemlich nah dran war. Und so wie die letzte Runde eben ausgesehen hat, glaube ich einfach, dass Euronics Gaming
hier relativ schnell den Sack zumachen wird. Da Kazuya noch mit dem nächsten. Er bangt einfach noch weiter. Da ist dann Cressy noch mit dabei, aber Kazuya darf zuerst. Ah, die Gelegenheit für Xelvo, aber kein Doppelkill. Und da ist Tolgi noch gesehen worden. Für Faven nicht ungefährlich. Ah, es gab aber den Refrag gegen Xelvo, Entschuldigung. Ja, gehen hier jetzt auch zu zweit vor. Da ist die Scout gespottet und auch schon down. Nur noch Syncs gegen 4. Mit der Nate. Oh, und jetzt sogar ein Molotov. Ich meine, hat Kevlar und ein Kit. Es ist noch nicht die 16. Runde, die Euronics hier jetzt macht. Trotzdem versucht er da noch Damage zu machen. Da ist man mit dem Messer da. Oh, und da dann auch noch sowas. Eieieiei. Ja, das ist einfach die Machtdemonstration von Euronics Gaming. Aber sowas kannst du in einem 4 gegen 1 auch eben mal vorbereiten. Ich glaube auch nicht, dass sie da irgendwie absichtlich daneben geschossen haben, damit Mirbit das Timing hat. Er hat es einfach gesehen und gemacht. Jetzt die Flashes in die Mitte. Sofort geht's raus. Mirbit sofort wieder mit einem Headshot da. Sieht den zweiten, ist jetzt nur noch am Teppen. Holt dann noch einen dritten. Saubere Runde. Einfach mal durch die Smoke nach vorne. Kill Nummer 4 auf dem Weg zum Ace. Aber das wird noch denied. Faven direkt hinten dran. Und da haben wir sie. Die 16. Runde und ein sehr schnelles 16:5 für Euronics Gaming. Nicht mal irgendjemand, der besonders hervorgestochen ist. Alle haben sie gut getroffen. Alle haben sie ihren Job erledigt. Und ich denke, dass das auf Nuke eine noch schwerere Aufgabe für Final Gaming wird. Wir machen jetzt ein kurzes Päuschen. Gleich geht's also weiter mit Map Nummer 2. Bleibt auf jeden Fall dran. Und vielleicht kann uns Final Gaming auf Nuke ja wirklich überraschen. Wer weiß, wer weiß. Bis gleich.